Hi liebe Leute, ich bin's mal wieder. Heute ein weiterer Teil der Serie Fahrtechnikmythen zerstört. Und nochmal mein Dank an die Unterstützer der Serie F100 Pflegeprodukte fürs Fahrrad, fürs Bike und Sauerlandtourismus, die Gegend, in der ich wohne und halt am liebsten bike, ganz klar. Dieser Mythos, der wirklich auch aktuell immer noch sehr, sehr verbreitet ist und auch immer weiter verbreitet wird, besagt quasi, dass man sowohl in der Grundposition oder in der Aktivposition, wie man es jetzt auch nennen will, wenn man halt schon ans Gelände angepasst, in eine tiefe Haltung gewechselt hat, dass man da viel Druck am Vorderrad braucht und dass man das dadurch schafft, indem man zum Beispiel die Ellbogen noch mehr rausnimmt, Kinn zum Vorbau oder so weiter, dass man mehr Druck am Vorderrad hat. Das heißt, der Druck wird aufgebaut über das Gewicht, was du auf den Lenker gibst, durch deinen Körper. Als Gegenbeispiel würde dann genannt werden, ja, man soll nicht hinten hängen, was ja ganz klar ist, dass man nicht hinten hängen soll. Aber es wird wirklich als Status quo empfohlen, fahr so, dass du permanent mehr Druck, du brauchst viel Druck, die Geometrien heute, du brauchst viel Druck am Vorderrad. Und dann kommt es natürlich speziell noch zu Themen wie Kurven, du brauchst viel Druck in der Kurve auf dem Vorderrad. Und welcher Mythos dahinter steckt, das müssen wir uns genauer jetzt anschauen. Ich würde sagen, das Hauptmissverständnis bei der ganzen Geschichte ist der, dass quasi suggeriert wird, wenn man normal zentral im Bike steht, ausbalanciert, dass man dann nicht genug Druck am Vorderrad hat. Das wird dann quasi gleichgesetzt wie mit, du hängst zu weit hinten. Wenn man sich nach hinten lehnt, dann spürt man in den Fingern, spürt man Zug und dann hast du keinen Druck am Vorderrad und es kann dir in der Schotterkurve so einfach auswaschen. Das ist ganz klar. Aber wenn du ausbalancierst, mit deinem Körpergewicht auf den Füßen stehst, dann wird dein Gewicht, dann werden die Kräfte über deine Füße auf das Fahrrad und vom Fahrrad zu den beiden Achsen vorne und hinten übertragen und du hast auf beiden Reifen gut Grip. Also es gibt gar keinen Zustand vorher, dass wenn man nicht bewusst mehr Druck vorne gibt, dass man die ganze Zeit irgendwie zu wenig Druck hat und nur am Wegrutschen ist. Das ist schon mal das Hauptmissverständnis, was dahinter steht. Und jetzt möchte ich euch gleich zeigen, welche Nachteile das mit sich bringt. Es gibt international etabliert, verbreitet und anerkannt ein ganz wichtiges Prinzip beim Biken, das ist die Körper-Bike-Trennung. Das ist jetzt natürlich ein Fachbegriff, man kann es auch viel salopper formulieren, das Rad bewegt sich unter einem. Mal kommt der Lenker mehr zur Brust, mal geht er wieder ein bisschen weiter weg, weil es Wurzeln, Stufen, Hindernisse, alles Mögliche. Und es ist dann quasi entkoppelt vom Körper. Das Gegenteil wäre ja, wenn man sich jetzt zum Beispiel auf sein Fahrrad setzt, die Arme steif macht und man rollt über irgendwie ein paar Steine, dann ist man eine Einheit und wird dann mit dem Fahrrad hin und her geschüttelt. Das ist ganz klar, dass das nicht so sein sollte und dass sich das Rad unter einem bewegen sollte. Und dafür ist es so, dass das Körpergewicht ausbalanciert auf beiden Pedalen verteilt wird. Da hat man seinen zentralen Schwerpunkt, das alles jetzt ganz salopp formuliert, und dann kann das Rad sich unter einem bewegen. Wenn man jetzt aber, weil man den Tipp bekommen hat, dass man in der normalen Haltung oder in der Haltung, die man jetzt für steiler, für das technische Gelände braucht, viel Druck auf dem Vorderrad braucht, also bewusst sich noch mehr nach vorne lehnt, um da mehr Druck, Gewicht auf den Lenker, mehr Druck auf die Reifen, auf den Vorderreifen zu kriegen, dann hat man so wie bei einer kleinen Liegestütze auf einmal die Sache, du arbeitest gegen die Hindernisse. Dann kommt ein Stein, ein Rad will da drüber rollen, normalerweise würde der Lenker dann zu dir kommen, so ein bisschen, ein Stückchen, aber weil du ja dagegen drückst, rollst du viel unsanfter und viel unangenehmer über das Hindernis. Es könnte dich sogar aufhängen, dass du daran hängen bleibst. Wenn du diesen Modus hast, ich muss jetzt viel Druck über den Lenker, viel Gewicht auf das Vorderrad bringen. Aufgrund des Missverständnisses, dass du denkst, in der zentralen Haltung habe ich das ja noch gar nicht. Ein Nachteil, der daraus resultiert, ist natürlich auch die Ermüdung des Körpers. Wenn du, ja, du könntest dich ja auf eine Tischkante lehnen, du wirst merken, wenn du da ein bisschen Gewicht auf die Arme gibst, dann wirst du auch direkt viel müder und das kann in der langen Abfahrt auch zu Fehlern führen, zu Stürzen führen. Du arbeitest gegen die Hindernisse, du kannst dein Rad nicht mehr so gut kommen lassen. Ja, deswegen ist das sehr nachteilig, wenn man wirklich in diesem Dauermodus fährt, ich brauche mehr Druck vorne, deswegen lehne ich mich noch mehr nach vorne, um das zu erzeugen. Jetzt ist es so, du fährst sehr steil bergab, sehr steilen, wurzeligen Trail, aber wirklich, wirklich steil, was im Video dann gar nicht so steil aussieht, aber ihr wisst, es ist wirklich steil. Dann ist es so, durch das Bremsen und die Steilheit, auch wenn du zum großen Teil es immer noch schaffst,
Heavy Feet, Light Hands zu fahren, also dein Körpergewicht auf deinen Pedalen zu lassen, denn möglichst locker am Lenker. Durch diese Kräfte, die dann wirken, durch das Bremsen und die Steilheit, ist es so, dass du auch ein bisschen mehr Druck am Lenker spürst. So, das heißt, du hast genug Druck am Vorderrad. Das könnt ihr mir wirklich glauben. Du musst nicht noch mehr da drauf legen. Das heißt, dieser Gedanke, sich dann mit dem Körpergewicht, zum Beispiel in der Kurve, wo man weiß, ich baue jetzt wirklich viel Druck auf dem Reifen, weil es ist sehr rutschiger Schotter, ist eine Aufcamber-Kurve. Es gibt genug Techniken, durch sich klein machen auf dem Rad, durch den Körper mitdrehen, die Beine nutzen, Druck auf die Stollen bringen. Wenn du das Gefühl hast, du brauchst noch ein bisschen mehr Druck vorne, dann könntest du das zum Beispiel mit einem leichten Anheben der Ferse zum Beispiel machen. Aber wenn du dich dann wirklich nach dem Motto, ich lehne mich jetzt noch mehr auf den Lenker, um mehr Druck aufzubauen, und dann ist diese Aufcamberstelle und du hast ein Traktionslimit und dein Rad rutscht dir weg, dann rutscht du auch knallhart komplett mit weg. Also ich würde empfehlen, natürlich punktuell Druck auch aufbauen, aber ich würde weg von diesem, ich muss mich dauerhaft nach vorne lehnen, um viel Druck am Vorderrad zu haben, wie das häufig formuliert wird. Ich kann sagen, der international etablierte, verbreitete Standard, dass man halt normal seinen Druck auf den Pedalen hat, dass man dann auf beiden Rädern wirklich gute Traktion hat. Das ist sehr bewährt, es funktioniert und es gibt den Leuten einen Aha-Effekt. Ich hatte wirklich schon vielfach Leute in Kursen, die das auch dachten, ja, ich muss doch immer Druck am Lenker, ich muss immer viel Druck am Vorderrad. Dann haben sie es mal kennengelernt, wie es ist, wenn man seinen Körper auf den Füßen hat, super light an den Händen, also quasi kein Gewicht auf dem Lenker gestützt hat und nur punktuell da mal Druck hier und da kommt, dass die gesagt haben, boah, es geht ja viel besser, alles geht viel besser, viel effizienter, kraftsparender und besser, und das ist auch ganz klar. Deswegen für euch, teilt das Video, verbreitet die Message, macht es aber auch so, dass ihr selber nochmal ein bisschen experimentiert, wie könnt ihr denn vielleicht mit kleinen Bewegungen oder wie könnt ihr punktuell mehr Druck am Vorderrad kriegen, weil das ist ja kein Schwarz-Weiß, dass man sagt, man sollte nie Druck am Lenker haben oder das ist immer verboten, aber als Status Quo zu denken, man muss immer viel Druck vorne haben, ist sehr nachteilhaftig, und ich bin gespannt, wie ihr darüber denkt, schreibt es in die Kommentare, wir sehen uns im nächsten Teil der Serie.